Wir sind heute im Kinder- und Jugendhaus Bolle. Bei mir sind Markus Kütter und Eckhard Baumann. Und mich würde jetzt erstmal interessieren, was macht ihr hier eigentlich im Kinder- und Jugendhaus? Das Kinder- und Jugendhaus Bolle ist eine offene Einrichtung und die steht allen Kids in Marzahn und Hellersdorf zur Verfügung. Eigentlich würde man sagen, ist eine JFE, eine Jugendfreizeiteinrichtung. Aber wenn man näher ranschaut, ist es eigentlich viel mehr. Also es ist eigentlich so was wie eine Coaching-Zone. Das heißt, wir motivieren die Kids, dass sie auch ihre Schulaufgaben machen. Wir ermutigen sie, dass sie ihre Potenziale entdecken. Und vielleicht ist es auch so ein bisschen wie eine große Familie, die sich hier nachmittags nach Schulschluss trifft, wo wir einander unterstützen. Und hier kommen so 120, 130 Kids jeden Tag her und haben viel Spaß und lernen auch fürs Leben. Ihr gehört ja zu Straßenkinder e.V. Was macht ihr da noch im Rahmen dieses Vereins? Naja, Straßensozialarbeit, das ist auch, womit wir groß geworden sind. Einer unserer Arbeitszweige, da haben wir auch zwei Anlaufstellen in der Innenstadt und kümmern uns halt um Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, die wir dann eben von der Straße runterholen und nachhaltig begleiten, dass sie den Weg in die Gesellschaft wiederfinden. Unser Thema ist ja eigentlich auch Kinderarmut, darüber haben wir uns heute unterhalten. Was ist eure Erfahrung, wenn Kinder in Armut aufwachsen? Was macht das mit denen? Möchtest du? Ja, also zum einen ist es natürlich Ausgrenzung. Also die Kinder fühlen sich ausgegrenzt, vielleicht nicht gleichwertig wie andere, können eben viel nicht machen, ins Kino gehen. Das heißt, es ist einfach für die ganzen, also für ihre Hobbys und für ihren Alltag schon ein großer Einschnitt und dann natürlich auch für die Bildung. Ja, viele Familien können sich dann eben doch keine Nachhilfe leisten oder keine Musikförderung. Und so werden die Kinder halt groß. Und deswegen ist es bei uns halt auch der Ansatz, dass hier kein Kind merkt, dass es arm ist. Also die kommen hierher und sie bekommen die ganze Förderung von uns, was Schule angeht. Und wir machen auch Ausflüge, gesellschaftliche Teilhabe, gehen mal ins Museum zu einer Sportveranstaltung und leben einfach mit den Kindern hier Familie, wie sie es sonst vielleicht nicht kennen. Und was wäre eure Forderung, was müssen wir als Politik eigentlich tun, um euch besser zu unterstützen, um die Familien besser zu unterstützen? Also ich denke, die Familien brauchen das System Familie braucht mehr Gelder. Und ich denke auch, dass solche Dinge wie Bildungs- und Teilhabegesetz, was wir immer drüber reden seit vielen Jahren, dass es wesentlich unkomplizierter gehandhabt werden muss. Ich persönlich plädiere dafür, dass man auch mal über den Tellerrand rausschaut, über Berlin hinweg, in andere Städte, zum Beispiel Hamm, da gibt es eine U-Card, wo viele Angebote, wo sich die Kids dann eben auf einer Karte haben, ein Budget und das abbuchen können. Solche innovative Ideen finde ich super wichtig. Und natürlich brauchen wir auch in den Schulen wesentlich mehr Personal, um überhaupt Kinder aus diesem Kreislauf Kinderarmut, Bildungsarmut langfristig rauszuholen. Okay, super. Vielen, vielen Dank für eure Arbeit und für das Gespräch und ich wünsche euch alles Gute. Gerne. Ja, wünschen wir euch auch.